Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Slime Ranger. Es ist jetzt gerade zwischen den Aufnahmen was Blödes passiert. Ich bin hier, genau hier bin ich durch den Boden gefallen. Genau hier. Hier ist ein Fluss drunter. Wer hätte das gedacht? Hier ist gar kein festes Land drunter, sondern ein Fluss. Das ist eine Klippe und das ist eine Klippe. Tja, ich bin ins Wasser gefallen. Alles ist weg, was wir gesammelt hatten in der letzten Folge. Das waren aber zum Glück, glaube ich, nur Orca-Orcas. Ja, wir, ja, blöd. Voll durch die Erde durchgefallen. Ich hatte kurz Pause gemacht, dann bin ich hier durchgesackt. Durch den Boden. Blöd gelaufen. So, wir... Jetzt seid doch mal nicht so explosiv hier. Ich habe auch das Gefühl, die nehmen auch immer mehr ab. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid Honigjäger-Lagos. Okay. Wir müssen mal an folgendes Projekt rangehen. Und zwar müssen wir alle Sorten von Schleims hier bei uns aussetzen. Und dafür haben wir jetzt ganz viele Käfige gebaut. Und wir gucken mal nach, was wir so zusammenkriegen, oder? So, wir gehen mal hier in die Schleimpedia und wir gucken einfach mal bei Slimes. Wir brauchen einmal Pink Schleims. So, Pink Schleims. Pinke Schleims haben wir ja eigentlich auch da. Das ist ja hier so eine Mischung aus denen. Also das hier ist ja jetzt Honig und Knall. Aber wir haben ja unten auch Pinkies. Weiß gar nicht. Ich würde sagen, das überspringen wir mal. Also Pink überspringen wir. Dann haben wir hier Felsen. Die haben wir nicht. Wir haben Miezekätzchen. Haben wir. Wir haben Phosphor. Wir haben Rad. Wir haben Knall. Wir haben Honig. Wir haben Pfützschleims. Wir haben Kristall. Wir haben Jäger. Wir haben keine Quanten. Und dann kommen schon hier die Gordos. Und, ach nee, Glücksschleim. Ja, das mit den Glücksschleim und mit den Goldschleims, das ist halt echt so eine Sache. Der am schwersten zu fassende und begehrteste Schleim von allem ist mit Sicherheit der Goldschleim. Es ist wenig über diese schlüpfrigen kleinen Kreaturen bekannt, da es sich herausgestellt hat, dass es nicht möglich ist, sie zu fangen. Goldschleims sind schnell wie der Blitz und werden sofort anfangen zu fliehen, wenn sie einen Ranger sehen. Wenn ein Ranger von der Begegnung mit dem Goldschleim profitieren will, muss er schnell denken und handeln. Aber was handeln? Ja? Was können wir denn machen? Zwei Plots abzusagen. Also im Grunde sollte der Schleimmesser niemals die Gelegenheit auslassen, bei der Begegnung mit dem Goldschleim ein oder zwei Goldplots abzustauben. Ja, aber wie? Muss ich was zum Füttern dabei haben oder so? Ich weiß es einfach nicht. So, wir müssen also mal Felsen besorgen. Wir haben nämlich noch keine Felsenschleims. Und, Hasenschleims brauchen wir. Ja. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal die Felsen. Davon besorgen wir uns mal 10 Stück. Und wir werden mal gucken, was es sonst noch so gibt. Also das hier, da ist ein Felsi. Das Mist. So, eins. Felsenschleime. Wo finden wir die denn? Wo gab es denn davon viele? Die waren ja überwiegend im Steinbruch zu finden. Da würde ich sagen, dann begeben wir uns doch mal auf den Weg in den Steinbruch, nachdem wir hier mal kurz geguckt haben. Guck mal, da ist einer, der saust da rum. Den holen wir uns gleich mal. Schön. So, und hier holen wir unsere Maschinchen, sind auch schon alle fertig. Musst du dich jetzt gerade verwandeln? Unsere Maschinchen sind alle fertig. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir die jetzt nicht gleich auch mal leer machen. So. Da sind schon wieder Tars unterwegs. Das passiert halt immer wieder. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Okay. Oh, ich habe hier zwei Hühner. Die können wir hier noch dazu hauen. So. Ich habe jetzt hier ganz viele Felsen. Und mit was tun wir die denn mal kreuzen? So, die müssen ja drüben rein. Mist. Karotte, der wollte ich auch noch einen Platz zuweisen, genau.
Ich würde vorschlagen, wir tun die Beeren jetzt mal drüben einsortieren. Dann auch die Karotte vielleicht. Ich weiß nicht, ob da noch Platz war. Und dann gucken wir mal. Passt da noch eine Karotte dazu? Nö. Doch, hier, Quaderbeeren kommen hier rein. Die Karotte. Es tut mir ja leid, aber guck mal, ich leg dich jetzt nochmal dahin. So. Bleib mal kurz da liegen. Ich hol dich gleich wieder ab. So. Wir gucken mal hier. Genau, wir wollten so ein Schleimballspiel bauen, aber dafür fehlt uns ja noch Gelee Royal. Hm. Wir gehen aber jetzt erstmal in den Steinbruch und gucken mal, dass wir hier erstmal unsere Maschinen leer machen. So, mal gucken, was die so liefern. Gehst du kaputt? Nein. Eins. Zwei. Der ist kaputt gegangen. Drei. Der ist auch kaputt gegangen. Vier. Ich weiß nicht, ob die hier wirklich dreimal durchlaufen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die hier dreimal durchlaufen. Ich habe das Gefühl, ich stelle die jedes Mal hier auf. So. Weiß nicht. Und Mann, ärgere mich immer. So, müssen wir wieder nachproduzieren. Haben wir keine mehr. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Felsen bekommen. Da ist noch einer. Mit was kreuzen wir die denn mal? Ah, hier. So, komm mal her. So, den hätten wir aktiviert. Jetzt müssen wir mal 10. 1, 2. 1, 2. 3. 4, 5, 6. So, alle laufen wieder. Schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Was kreuzen wir denn mal die Felsen? Pilzschleime fressen Gemüse. Das ist ja gut. Pelzschleims fressen Gemüse. Deswegen können wir die dann auch mit irgendwas anderem kreuzen. Ach, da ist das Tor. Ich suche das überall. So. Halt, nochmal zurück. Da waren doch gerade noch ein paar Felsen. So, einer. Da ist auch noch einer. So, du kommst auch noch mit. Gut. Und jetzt flüchten wir hier schnell durchs Tor. Der kommt uns nicht hinterher, oder? Sehr gut. So, Felsschleims und wir haben hier Glibbersteine, Schleimfossile. Schon mal sehr gut. So, wir müssen irgendwo Wasser tanken. Und Indigonium haben wir auch. So, Felsschleims fressen Gemüse. Und wir kreuzen sie mal mit noch irgendeiner anderen friedlichen Sorte. Nehmen wir denn mal Phosphor? Wollen wir Phosphor nehmen? Es ist gerade Nacht, dann können wir Phosphor einsammeln. Gut, dann holen wir uns Phosphor. Und zwar brauchen wir nur die Plots. So, wir gehen mal hier raus. Und gucken uns mal an, ob wir hier schon... Da ist ein Phosphor am Rumspringen, aber der hat noch keinen Plot gelegt. Da ist eins. Oh, ein Plot. Weißt du, hier ist immer alles voll mit Phosphor, aber wenn du sie brauchst, dann sind sie nicht da. Oder kommen die jetzt erst? Hm, los. Spawnen hier keine. Und mickrige zwei Stück sind jetzt hier unterwegs. Kann ja nicht wahr sein, oder? Aber ich weiß, wo wir welche herbekommen. Wir haben ja jetzt schon hinten eine Zucht mit Phosphor schon drin. Das heißt, wir holen jetzt da einfach die Plots raus. Und dann sind wir eigentlich auf der sicheren Seite.
So 10 Plots brauchen wir. Ich sammle jetzt extra mal hier nichts ein. Wir wollen ja mal vorankommen. Und, ja. Mal gucken. So, unten in unserer Basis gibt es ja schon Phosphors. Da holen wir uns jetzt die Plots und dann züchten wir uns gleich Schleim-Phosphor-Gemische. So. Gucken wir mal. Ach, hier ist noch voll mit dem anderen Zeug. Gut, dann pumpen wir das mal ab. Ist ja noch nicht so viel. Das heißt, wir könnten ja jetzt ja erstmal... Die machen ganz schön viel Krach. Was mir aber jetzt gerade auffällt. Das sind noch keine 10 Stück, oder? Wir hatten ja gar nicht so viele gefunden. Stimmt. Was frisst ihr nochmal? Fleisch und Früchte. Okay. Fleisch und Früchte. Ich muss erstmal ausladen hier. Fleisch und Früchte. Also Früchte. Fleisch gibt's hier nicht. Gut, wir holen mal Früchte. Wobei, jetzt wird's gerade Tag. Ist egal, wir holen es von unten. So, Früchte. Wir gucken mal, was wir an Früchten hier haben. Das ist aber, glaube ich, die Gemüseabteilung hier. Ja, das ist die reine Gemüseabteilung. Das heißt, wir müssen oben hingehen. Aber wir können mal gucken, ob hier die Felder schon irgendwie... Guck mal, das ist doch schon super hier. Dann nehmen wir die mit und verfüttern die gerade mal die Phosphors. So, komm, wir geben den erstmal hier vorne eine ganze Menge. Ich weiß jetzt, wir könnten jetzt mal gucken, was sie fressen. Gucken mal kurz nach. So, Schleimpedia, Schleims und dann nehmen wir uns hier Phosphor. Die fressen am liebsten Quaderbeeren. Na, was für ein Zufall. Wusste ich jetzt ehrlich nicht. Das war jetzt echt Zufall. So, guck mal hier. Da bekommen wir unsere Phosphor-Plots. Und hier bekommen wir noch ein paar Jäger. So, wir könnten also jetzt hier noch ein paar Phosphors dazu stopfen. Muss mal draußen irgendwo jagen. Bei der nächsten Nacht... Müssen wir nochmal 5 Stück uns besorgen. Jetzt ist gerade Tag. Dann gehen wir mal rüber und werden da schon mal unsere erste neue Einrichtung für Schleims befüllen. Außerdem ist hier drüben vielleicht jetzt schon ein bisschen Mango-Zeugs fertig und so. Ach, Mangos. Jedes Mal, wenn ich diese Mangos ernte, da habe ich gerade voll Bock auf so ein Mango-Lassi oder so. Habe ich echt jetzt gerade mal Bock drauf. Ich glaube, ich muss gleich nochmal im Real Life einkaufen gehen. In meiner Bude hier ist nämlich gerade auch ziemlich warm. Ich musste gerade alle Fenster öffnen. Ich hoffe, dass jetzt die Nachbarn nicht irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie Rasen zu mähen oder so, während ich aufnehme. So, wir machen mal hier... Das hier ist das Abgedunkelte. Wir machen hier die Felsis rein. Und dann machen wir hier Zielschießen. Oder wir machen es so. Komm. So, jetzt können sie sich alle verwandeln. So, wir haben die nächste Sorte. Und wir machen... Die Mangos können wir schon mal hier einliefern. Und wir können auch hier gleich den Wassertank auffüllen und Plots sammeln. So, ich weiß nicht, wie viele Hützplots wir hier reinsetzen dürfen. Allerdings mit Ente ist das auf jeden Fall kein Ding. Die mögen ja diese Ente da. Vielleicht holen wir sogar noch eine Ente. Achso, Wasser. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir keinen Hützplot, Hützschleim ein...
Oh, guck mal, das Entchen, das Hühnchen tut auch schwimmen. Cool. Die nehmen wir gerade noch mit. So. Guck mal, die wollen das nicht. Die schieben das Huhn wieder raus. Gut, das hätten wir erledigt. Dann ziehen wir nochmal weiter hier drüben durch unsere Hühner, durch unser Hühner-Eldorado. Und holen hier nochmal die Lieferung ab. So, und das hier noch. Und das noch. Gut, wir machen mal hier. Ich weiß nicht, wir müssen erstmal verkaufen, damit wir ein bisschen Geld kommen. Hier muss auf jeden Fall jetzt bald mal Mangos reingeliefert werden, weil die haben schon lange nichts mehr gefressen. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir müssen also von drüben Mangos mitbringen und die da zum Füttern reinlegen. So, jetzt haben wir hier nochmal Oka-Oka. Oka-Oka brauchen wir eigentlich gerade gar nicht mehr so viele. Ich würde sagen, wenn das hier abgelaufen ist, dann machen wir hier was anderes. Oka, Oka, hier unten ist voll. Wir tun das mal hier unten bei den Radschleims gleich rein. Und zwar in den Fütterautomaten. Und machen uns hier mal die Taschen voll. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir erstmal so ein bisschen was. Ich mache jetzt noch eine Quaderbeere. So, erstmal hier rein. Aber wir wollen nicht, dass so schnell hier bedient wird. Wir machen nochmal 2er Geschwindigkeit. Hier liegt noch ein Pinky rum. So, hier sammeln wir mal ein. Das ist aber weniger drin, wie ich gedacht habe. Ich dachte, die wären jetzt komplett voll hier. Dann machen wir hier noch leer. Ah, scheiße, wir haben keinen Platz mehr. Mist. Dann müssen wir schnell verkaufen gehen. Wobei hier Pink können wir eigentlich auch einlagern. Dafür brauchen wir so viel von. Selbst hier mit unserer Massenproduktion an Pink Lords kriegen wir nicht genug zusammen. Guck mal her. So und so. Die hätten wir eingesammelt und dann müssen wir natürlich hier noch. Achso, jetzt sind wir ja knallvoll. So, dann erstmal zurück und verkaufen. Ein paar Honig können wir noch mitbringen wieder. Wir mal wieder im Moosbett sind, weil da ist unser Käfig ziemlich leer. So. Das hätten wir schon mal verkauft. Dann gucken wir mal, wie es hier so. Da gibt es jetzt nichts zu holen. Da die sind noch am Wachsen. Okay. So, wir brauchen da noch ein paar Phasenschleims. Die müssen wir uns jetzt mal von drüben holen und dann müssen wir die mit irgendwas kreuzen. Was kreuzen wir die denn mal? Ich würde ja auch gerne mit Honig kreuzen. Weil die Honigschleims sind nämlich am sanftmütigsten. Und das passt mir eigentlich ganz gut. Deswegen gehen wir nochmal hier durch den blauen. Und gehen gleich wieder zurück. Ne, das war ein Unfall. So, wir gehen erstmal hier durch. Und gucken mal, dass wir hier noch ein paar. Du bist schon wieder fertig, oder was? So. Ist schon wieder kaputt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir den vorhin erst aufgestellt haben. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht mehr. Man müsste da mal so ein Schild dran machen, wann man die das letzte Mal aufgestellt hat. So, aus dem Technikmodus raus und... So. Mmh.
Technik und wir wollten ja mal ins andere. Wir wollten ja andere Stellen mal ausprobieren. Deswegen machen wir jetzt mal hier einen Bienenstock hin. So, wir müssen also davon nochmal was nachtanken. Ein bisschen blöd ist, dass wir keine Bienenstöcke, dass wir kein Gelee Royal bekommen. So, das ist echt doof. Guck mal, der ist fertig. Mal gucken mal, das hier ist eine neue Stelle. Und da haben wir eins gekriegt. Das heißt, wir müssen tatsächlich immer mal wieder die Stellen wechseln. Wir dürfen die nicht immer die gleichen Stellen aufbauen. Jetzt bin ich allerdings voll. Jetzt müssen wir erst zurücklaufen. So. Und hier sind aber noch welche unterwegs. Pass auf. So, den nehmen wir noch mit. Und der läuft auch nochmal. Und dann haben wir den hier. Der läuft auch nochmal. So, einmal Gelee Royal hätten wir schon mal. Wir wollen ja so ein Basketballnetz bauen. So, jetzt ganz schnell nochmal zurück. Wir holen uns noch ein paar von den Honigschleims. So, hier durch. Und dann gehen wir gleich hier hinten durch, weil da gibt es die meisten Honigs. So. Man kann die übrigens auch sanftmütig machen hier, indem du sie fütterst. Das sind ja Knallis hier. Wir können ja mal gucken, was die Knallis so fressen. Und können das einfach mal mitbringen. Dann sind die nämlich hier auch befriedet. So. Machen wir hier mal ein bisschen was anderes. Jetzt machen wir hier mal. Die Tars tun wir jetzt mal hier auch bekämpfen. So. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch. Oh, da ist Ende. So. Da ist noch ein Schleimi. Und hier drüben. Das ist ein Plot gewesen. Den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich dachte, das wäre ein Schleim. Gut, was wollten wir jetzt mit den Schleims machen? Wir wollten einmal unsere Bestände da auffüllen und. Wir wollten unsere Bestände auffüllen und. Genau. Die Phosphor wollten wir auch damit kreuzen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar mehr von den. Honigdingern finden. Das sind ja hier Knallis. Da müssen wir mal gucken, was fressen die am liebsten, weil die sind nämlich nur ausgehungert. Du kannst sie besänftigen, indem du einfach denen das zu fressen gibst, was sie am liebsten fressen. Und was fressen denn unsere Knallis? Pass auf, wir gucken gerade mal nach. Was fressen die Knallis? Knallschleims fressen am liebsten Gestrüpphühner. Das ist dann doch wieder ein Problem. So, Gestrüpphühner sind leider aus heute. So, und wir gucken mal hier. So, das hier, das Ding hier können wir eigentlich mitnehmen. Lässt sich nicht einsammeln. So, wir brauchen noch ein paar Honigschleims. 3 ist ein bisschen wenig. So, ich will mal hier oben drauf gehen. Hier war ja so ein Lago gewesen. Mal gucken, ob es hier noch sonst irgendwas gibt. Ja, hier geht es nochmal runter. Nee, sieht schlecht aus. Auch hier gibt es nichts mehr. Also ich suche Kapseln. Hä? Du sollst nach oben fliegen. Hä, du fliegst nach unten? Wieso das denn? So, wo ist er? Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So, jetzt haben wir uns ja eine Zeit lang hier aufgehalten, aber es kommt irgendwie gar keiner Honig mehr dazu, gell?
Ich brauche Honigschleims. Wir müssen einen Platz frei halten für die Honigschleims. Ja, Leute, ich würde sagen, ich sammle noch mal ein paar Honigschleims und wir sehen uns morgen wieder. Da geht es dann weiter und wir sind ja jetzt hier auf dem Weg, alle 10 Sorten von Schleims zu sammeln. Und ich hoffe, dass wir das zusammenbekommen. Denn dann bekommen wir die nächste Errungenschaft und das ist dann auch eine der letzten fast schon. Wir müssen nur noch dann so Schleimball müssen wir noch mal spielen und dafür brauchen wir ja noch so. Guck mal, hier liegen schon ein paar Plots rum. Das bedeutet, es gibt hier auch noch ein paar von den Honigdingern. So, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.